Makrofett für die Brust, Mikrofett für die Falten im Gesicht, Nanofett für intradermal, also für die ganz feinen. Weil es sonst, wisst ihr, schaut, das ist ja so grobporig. Wenn ich das ins Gesicht spritze, macht das ja sonst Pimpeln. Und da wird es so aufemultiert. Ja, so schaut es vielleicht ein bisschen aus. Von meinem dreckigen Mantel. Geschmeidig machen quasi.